Hallo und herzlich willkommen zu unserem Landwirtschaftssimulator 2013 Let's Play mit der Folge 29. Und oh, wie ihr seht, haben wir den Weihnachtsbaum wieder weggestellt. Es ist zwar noch nicht Dreikönig, aber egal. Ja, heute seht ihr zwar kein Bobby in der Nähe. Aber der spielt heute auch nicht mit. Aber ja, doch schon irgendwie so ein bisschen. Jetzt. Klar, der ist natürlich wieder dabei. Der ist schon kräftig am Ballepressen. Ja, wir haben gesagt, wir überbrücken die Zeit doch nicht so lang und macht halt Bobby im Hintergrund, presst halt nochmal die Baller. So, was haben wir gesagt, machen wir jetzt in der Folge? Wir haben gesagt, wir tun ein bisschen Ackere und säen. Ackerbau statt Viehzucht. Ja, genau. Und säen. Das heißt, es gibt nur ein Gas, Biogas. ja, aber ich muss euch leider sagen, der kleine Krubbel ist mir jetzt zu klein. Den bringe ich jetzt weg und dafür hole ich mir einen großen Pflug wahrscheinlich. Und so ein Pflug? Einen großen Krubber. Weil Pflügen finde ich mehr Spaß macht, aber für einen Helfer hole ich einen Krubber. Wohin fahre ich eigentlich? Egal, passt. Oh. Oder auch nicht. Wow! Ja. So ist ja, das. Ja, ich habe gerade die schönste Aussicht auf Starkstromleitungen und im Hintergrund der Kirche. Cool. Was, eine Kirche? Sieht mal so aus. Ich habe gedacht, in dem Eck von Feld ein. Ne, das Wetter weg. Ich habe gedacht, die wollen hier keine Kirche machen, weil das Spiel so international bekannt ist und die Muslime oder so sich mal beschwert haben. Ja, okay, es ist keine Kirche, aber es sieht aus wie ein Wohnhaus in Kirchform. Okay. So. Also es ist eine Kirche, eine getarnte Kirche, sagen wir so. Eine getarnte Kirche. So. Es ist eine muslimische Kirche. Jetzt verkaufen wir hier mal der Gruber. Haben wir noch Kredit, Wir zahlen jetzt erstmal den Kredit zurück. Ja, was ich euch noch sagen wollte, ich finde, dass der Benny vorher der Gabelstapler Scheiße hingestellt hat. Oh, sorry. Nein, ich wollte sagen, dass ich die Kühe eine super Sache finde. Ja. Da wird man nicht zu schnell reich, aber wenn man diese Futtertröge füllt, dann hat man 6 Tage Ruhe, verdient aber 6 Tage Geld mit den Kühen. Finde ich eine Sache, finde ich gut. So, dann kaufen wir uns mal hier den großen Vogel und Not Terratop Grubber. Kaufen. Dann kaufen wir uns noch mal einen Johnny oder willst du einen anderen Traktor? Wir haben gar keinen gescheiten anderen Traktor. Welchen wollte ich immer? Was den Deutz, den Titte, irgendwas, genau. So und so, oder? Genau, den kaufe ich dir jetzt. Haben wir den eigentlich noch nicht gekauft? Ja, sonst kaufen wir jetzt nochmal. Kaufen. Dann kaufen wir noch ein Gewicht. Wo ist das denn? Da. Ah, kaufen wir 2. Und dann kaufen wir noch einen großen Pflug. So. Jetzt quälen wir mal der kleine Traktor hier mit Pflug. Das sind nämlich 1, 2. Boah, ich hab grad voll die fette Idee. Boah, was? Das muss ich mir aufschreiben und nachher mit dir besprechen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wahrscheinlich ein 14er Abflug. So. Ey, der zieht den ja locker flockig. Wow. Echt? Ja. So. Da ist der Pflug 5-mal so groß wie der Traktor. Das sieht auch gigantisch aus. Was haben wir denn eigentlich alles so für Felder? Wir haben ja nur die 4 Felder hier.
Mehr. Wir fünf. Stimmt, 5, aber sollten wir uns vielleicht noch Feld 17 oder so kaufen? Haben wir das nicht schon mal in Überlegungen, Cat? Ja, und jetzt hätten wir gerade 245.000 Euro übrig. Also haben wir genug Geld. Ja. Ah, ich weiß. Jan, was wollen wir mit dem Feld machen? Ich weiß, oh. Die an, weißt du, es liegen alle Felder liegen brach, ist nichts anpflanzt. Wieso sollen wir nochmal ein Feld kaufen? Es liegt auch nur brach. Ja, ich weiß, was wir. Oh, je. Ich weiß, was wir anstatt dem Feld kaufen. Ich sag nur Amazon Condor 15.001, oder? Große Sämaschine. Ja. Sinnvolle Idee. Wo wir haben schon ewig nicht mehr gespielt, gell? Auch auf unserem Spielstand. Ja. Wow. Heieiei. Oi. Der Krubbel ist ein bisschen schwer für den Traktor, ha? Egal. Aber den Pflug verzieht er. Nee, weißt du, der Krubbel ist ein bisschen schwer für deinen großen Deutz. So. Aufklappern ist LB. X. X ist anschalten. Ich muss aufklappen. So, jetzt fahren wir den mal hierher. Dann machen wir. Pflanzenwachstum auf schnell. Wieso? Dass das Gras wieder wächst. Wobei, das dauert ewig, Helfer. Bis mit denen. Das hält ja ewig, das Futter in dem Trog. Helfer, ja. So, den Pflug stellen wir mal. Hier ist so eine Unordnung. Den Pflug stellen wir mal. Der einzige, den stört, bist du. Ja. Den Pflug stellen wir mal hierher. Da gruppen wir nachher, pflügen wir nachher Feld 6. Kannst du eigentlich noch mehr Kühe kaufen? Dann muss man vielleicht öfters denen Futter bringen und so. Ich kaufe jetzt erstmal, was habe ich jetzt gerade vorher gesagt? Die große Sämaschine. Ja, die ist auch gut. Sämaschinen. Amazon Condor 15.001 kaufen. So. Jetzt haben wir noch 90.000. Jetzt ist die Frage. Den da brauche ich. Was? 90.000? War das Ding so teuer? 150.000 kostet's. Ich dachte 800.000 haben wir. Ja, 200.000 haben wir für einen Kredit ausgegeben. Hatte man nur 600.000. Dann haben wir 260.000 für deinen Traktor ausgegeben. Haben wir noch 340.000. Dann haben wir noch 70.000 für den Pflug ausgegeben, 60.000 für den Krubber und 150.000 für die Zähmaschine. Und schwuppdiwupps, das Geld weg. Okay, ich sag ja schon gar nichts mehr. Was sagt eigentlich meine Uhrzeit? So mal nebenher. Gut, dass ich die Uhrzeit nicht gestartet habe. Wie viel haben wir jetzt ungefähr gehabt? 5 Minuten, kommt das hin? Verdammt. Nee. Hör mal einfach mal bei 8 Minuten auf, oder? Was heißt bei 8? Bei 8 nach? Nee, bei 8 Minuten. Also, ich habe jetzt gerade der Timer gestellt, oder halt die Stoppuhr gestellt, und wenn da 8 Minuten drauf sind, hören wir einfach mal auf. Das kommt ungefähr hin. Ja, sonst müsst ihr entschuldigen, dann gibt's mal eine kürzere Folge. Oder längere, ich weiß, ich kann die Zeit gerade voll nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung, wie lang schon, das läuft schon. Ich habe keine Ahnung. Doch, das mit den 8 Minuten, ich glaube nicht ganz schlecht. Ja. Ja, in dem Fall pflanzen wir nochmal ein Gerste an und kaufen wir einen Ladewagen. Oder wir pressen das Stroh von der Gerste. Ja, oder so. Ja, der Unterschied ist halt, das eine Mal musst du einen Gabelstapler in den Waage werfen, das andere Mal Holz mit dem Arm raus. Nee, mit dem Arm kannst du es nicht rausholen normal. Wie wär's, wenn du eigentlich noch Feld 42 kaufst?
Könnte man auch noch machen. Ja, pass mal auf, das hier haben, doch Feld 42. Da kann man da, da kann man, das ist auch da unten in der Nähe vom, von der Kuh. Oder Feld 36 wegen mir. Ja, was da kann man an Feld 41 Gras und am anderen Gerste zum. Ja, Feld 35 haben wir auch schon für Gerste, gell? Ach stimmt, Feld 35 haben wir auch. Dann, dann pflanzen wir da mal an. An Feld 35. Okay. Ich komme gerade mit dem Büro vorbei. Nee, steht nicht, ich habe eine Sämaschine hier. Das ist aber eine kleine. Ja, egal, dann säe mit der kleinen Sämaschine da oben. Das sind ja nur kleine Felder. Ja, Feld 35 ist ja klein. Ja. Gegrubbert wird es schon sein, oder? Ja. Piep, 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 piep. Blinker, ja. Das war jetzt zwar ein bisschen unrealistisch. Aber egal. So, pflanzen wir da an. Was haben wir da mit Kett Gerste? Gerste oder Weizen? Das darfst du aussuchen. Gerste. So, also ich finde das hier ja ein wunderschönes Gespann. Grün passt optimal zu Grün und Gelb. Oder Grün-Gelb passt optimal zu Grün. Du meinst Büro und Sämaschine? Nee, ich meine eigentlich Johnny und Sämaschine. Weil bei mir hat nämlich der Traktor nur gelbes Dach, das passt auch nicht schlecht. Also das passt auch gut. Amazone grün-gelb, Traktor grün-gelb. Ja, bei mir ist auch Traktor grün-gelb und Amazon ja grün-orange eigentlich, aber egal. Wir können fast meinen, ich habe einen Amazone-Traktor und eine Büro-Sämaschine. Was hast du jetzt gesagt? Säsch Gerste. Ja. Okay. Wie viel steht bei dir in der Statistik? Ist noch im Futterdruck? Warte. Stimmt, das 39.566. Ja. Alter, ist das noch viel, da fehlt ja fast nichts. Wir spielen auch auf Echtzeit mittlerweile wieder. Und das nächste ist ja, der Futterdruck sieht leer aus, wenn ich reinschaue. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber egal. Die Kühe, die können wir jetzt, glaube ich, mal die nächste 10 Folgen vergessen. Weil das reicht gar nicht, Mann. Wenn wir auf Echtzeit spielen. Ja, zwischendrin machen wir ja die Zeit schon hoch, dass das Zeug wächst, aber... Warte mal ganz kurz mal angenommen, wir spielen immer auf Echtzeit. 6 Tage. 6 Tage sind 24 mal 6. 120 plus 24 sind 144. 144 Stunden dauert es, bis wir wieder nachfüllen müssen. Pro Stunde kriegen wir 4 Folgen hin. Also nochmal mal 4. Sind die nächste 576 Folge. Gut. Müssen wir die Kühe nicht mehr füttern. Gut. Aber nur wenn man immer auf Echtzeit lasst und immer alles aufnimmt. So. Super. Gerste. So. Ich probiere mich mal daran, die Balle wieder ein wenig gescheit zum Stapeln. Wieso hast du umgeworfen? Nee, aber du hast vor ein paar auf dem Boden liegen lassen. Achso, stimmt. So. Jetzt geht das Ganze doch schon ein bisschen schneller. Hier mit Säen und so. Das. Erstmal muss ich jetzt die scheiß Infoanzeige alle wegmachen. Dass ich ungehindertes Sichtfeld habe. Das gefällt mir. Nein, jetzt werfe ich alle umwascht. Boah, das leckt so. Es leckt. Ja. So. Da fahren wir jetzt halt
viermal oder so und dann ist das erledigt mit Säen. Das Feld hier. Doch. Das ist gut. Da können wir auch. Aussage. Da können wir auch mal mehr in einer Folge zeigen. Das ist Bombe. Hast du gerade im Hintergrund was gehört? Nee. Gut. Wieso, was hast du gemacht? Ich nix. Hast du gepupst? Nein, ich nicht. Nein, ich nicht, aber eine nee, gewisse... Nimm mich nochmal hier mit dem Zimmer, der Fernseh guckt. Achso, ich hab gedacht, bei dir keine schon... Keine Rücksicht auf uns nimmt. Ich hab gedacht, bei dir ist nochmal jemand im Zimmer, der pupst. Nein. Nee, okay. Du bist ja nicht da. Stimmt. Oh nein, ich bin so blöd. Also den Rest der Folge bin ich damit beschäftigt, die zwei Bälle da drauf zu legen. Also du hast noch eine ganze halbe Minute. Gut, eine Balle habe ich schon drauf geklickt. Oh scheiße, jetzt ist sie runtergefallen. Oh. So. Jetzt räumen wir noch das auf und dann fangen wir, oder dann räumen wir hier noch allgemein, ne. Räumen wir bloß die noch auf. Die andere zwei Balle, die muss halt nachher, die kommen erst weg, wenn man wieder der Futter mit Schlag gefüllt. Ja. Klar, jetzt bleibe ich irgendwo blöd hängen und ich mach drei Saltos. Im Scheißdreck versorge ich die Balle. Alles klar. Okay, dann hoffen wir mal, dass die Folge von der Länge so ungefähr stimmt. Und ich bedanke mich fürs Gucken. Bis in 2 Tagen. Ciao. Ciao.